Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du schon wissen, was ein Zufallsexperiment ist, wie man Ergebnisse bestimmt und den Ergebnisraum aufschreibt und außerdem, was eine Teilmenge ist und wie man diese aufschreibt. Unser Ziel für dieses Video wird nämlich sein, den Unterschied zwischen Ergebnissen und Ereignissen zu bestimmen. In der Box 1, ganz oben auf dem Arbeitsblatt, gibt es noch zwei weitere Sätze in Zeile 3, die wir uns in diesem Video näher anschauen werden. Davor nochmal kurz zur Erinnerung: Wir haben bereits gelernt, was ein Zufallsexperiment ist, zum Beispiel so etwas wie einen sechsseitigen Würfel zu würfeln, und in weiterer Folge, welche möglichen Ausgänge es bei einem Zufallsexperiment gibt, also beim Würfel die Augenzahlen 1 bis 6. Das sind dann die Ergebnisse. Und außerdem haben wir auch schon gelernt, wie man diese in den Ergebnisraum packt, also dass man die Menge Omega aufschreibt und dass einfach die Ergebnisse 1 bis 6 in Mengenklammern setzt. Das ist dann der Ergebnisraum, also die Menge aller Ergebnisse. Jetzt haben wir hier die erste Aussage, dass ein Ereignis eine Teilmenge des Ergebnisraums Omega ist. Wenn wir den Ergebnisraum Omega nehmen, dann können wir eine Teilmenge bilden, A Teilmenge von Omega, zum Beispiel so etwas wie die Menge mit dem Element 6. Diese ist ja eine Teilmenge des Ergebnisraums. Diese Menge steht dann für ein Ereignis bzw. für ein Elementarereignis. Das ist einfach eine Teilmenge des Ergebnisraums. Und außerdem können wir damit auch eine Beschreibung dieses ganzen Sachverhalts machen. In diesem Fall steht zum Beispiel die Menge mit dem Element 6 dafür, dass ein Sechser gewürfelt wird. Ein Ereignis ermöglicht es uns also, eine Aussage über den Ausgang eines Zufallsexperiments zu machen. Das Tolle an Ereignissen ist aber, dass wir auch Situationen beschreiben können, die mehrere Ergebnisse beinhalten. Bevor wir aber dazu kommen, schauen wir uns noch eine Liste mit speziellen Ereignissen an. Zuerst einmal das sogenannte Elementarereignis, das wir ja schon kurz angeschnitten haben. In der Box steht, dass ein Elementarereignis aus nur einem Ergebnis besteht. Wir haben also in diesem Fall eine Teilmenge mit nur einem Element, eben ein einzelnes Ergebnis. Außerdem gibt es noch zwei andere Fälle, das sogenannte sichere Ereignis. Das ist einfach eine sogenannte unechte Teilmenge, nämlich die Menge selbst, also eine Teilmenge mit allen Elementen, die in der Menge drin sind, und das ist in diesem Fall der Ergebnisraum Omega. Das heißt nichts anderes, als dass wenn wir jetzt den sechsseitigen Würfel nehmen, mit den Augenzahlen von 1 bis 6, und das Ereignis mit den Augenzahlen von 1 bis 6 beschreiben, dass wir auf jeden Fall eine Zahl würfeln werden, wenn wir würfeln. Eine von diesen 6. Das andere ist das sogenannte unmögliche Ereignis. Das ist quasi das Gegenstück zum sicheren Ereignis, nämlich eine Teilmenge mit keinen Elementen. Das ist die leere Menge. Das kann in diesem Fall nicht eintreten, denn wenn wir würfeln, werden wir auf jeden Fall eine der 6 Augenzahlen würfeln. Deswegen ist die leere Menge ein Ereignis, das nicht möglich ist. Jetzt habe ich eine knifflige Denkaufgabe für dich. Und zwar überlege dir Folgendes: Beschreibt die Menge mit dem Element 7 beim Würfeln eines sechsseitigen Würfels ein unmögliches Ereignis? Wenn ja, was spricht dafür? Und wenn nein, was beschreibt es dann stattdessen? Pausiere bitte kurz das Video und überlege dir das. Die Auflösung gibt es gleich danach. Gut. Ich hoffe, du hast dein Hirn zum Rattern gebracht. Ich erkläre dir jetzt, was die Auflösung ist. Die Menge 7 beschreibt kein unmögliches Ereignis. Man ist vielleicht verleitet zu glauben, dass es ein unmögliches Ereignis ist, weil wir ja die 7 nicht würfeln können. Aber das scheitert daran, dass die Menge 7 gar keine Teilmenge des Ergebnisraums ist. Das heißt, sie beschreibt gar kein Ereignis in diesem Fall. Jetzt zum Schluss stellen wir noch Ergebnis und Ereignis gegenüber. Wir haben bereits festgestellt, ein einzelnes Ergebnis ist immer auch ein Ereignis, nämlich das sogenannte Elementarereignis. Nochmal kurz das Beispiel: Das Ergebnis, die Menge mit dem Element 6, entspricht auch dem Ereignis, dass ein Sechser gewürfelt wird. Jetzt ist aber wichtig, aufpassen, die Umkehrung gilt nicht. Ein Ereignis ist nicht automatisch ein einzelnes Ergebnis. Das liegt daran, dass es Ereignisse gibt, die mehrere Ergebnisse beinhalten, also für die mehrere Ergebnisse in Frage kommen. Ich gebe dir hierfür ein Beispiel. Und zwar, wenn wir uns die Aussage anschauen, dass eine gerade Zahl gewürfelt wird, das ist jetzt unser Ereignis, dann wissen wir ja, ohne viel überlegen, dass es mehrere Ergebnisse gibt, die dafür in Frage kommen. Nämlich nicht nur die Augenzahl 6, so wie oben, sondern auch noch die Augenzahlen 2 und 4. Es gibt also drei verschiedene Ergebnisse, die alle diesen Fall erfüllen. Deswegen sehen wir hier, ein Ereignis ist eben nicht automatisch ein einzelnes Ergebnis. Es gibt auch Ereignisse, die mehrere Ergebnisse beinhalten. Das sichere Ereignis ist übrigens auch ein Beispiel dafür. Ich hoffe, du hast jetzt einen besseren Überblick, was der Unterschied zwischen Ergebnis und Ereignis ist. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie man Ereignisse bestimmt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.